Das darf doch nicht wahr sein. Irgendwelche Spuren müssen Sie doch gefunden haben. Hat Moni Ritter denn keine Fingerabdrücke auf der Torte hinterlassen? Dann möchte ich jetzt mit dem Hauptkommissar sprechen. Was soll das heißen, er hat keine Zeit? Ja, okay, dann melde ich mich später noch mal. Sie haben ja gerade noch gefehlt, als ob es nicht reicht, dass ich mich mit einer Bande von unfähigen Polizisten rumschlagen muss. Also guten Tag erstmal. Und nur weil die Polizei nicht ihr gewünschtes Ergebnis hat, ja, heißt es noch lange nicht, dass die Polizei unfähig ist. Hm? Was wollen Sie? Ich wollte Ihnen lediglich mitteilen, dass ich gerade von der Krankenhausleitung komme. Die Freistellung gegen meine Mandantin hat man aufgehoben. Und zwar aus Zweifel an ihrer Schuld. Das wird ja immer schöner. Und genau deswegen haben Sie es künftig zu unterlassen, in der Öffentlichkeit zu erzählen, dass meine Mandantin Sie betäubt, ausgezogen und in irgendeine Trotte gesteckt hätte. Sie war das. Ich habe Sie gesehen. Sie glauben lediglich, Frau Ritter gesehen zu haben. Aber werfen Sie mal einen Blick hierauf. Kann es nicht vielmehr sein, dass Sie diese Dame gesehen haben? Das ist nicht Moni Ritter. Ach. Das ist Anja Bauer. Was? Sie kennen die Dame? Ja, ich war mit ihr auf der Uni. Eine Leuchte ist sie gerade nicht. Aber ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Was hat sie denn damit zu tun? Sie ist die Stripperin, die eigentlich aus der Torte hätte springen sollen. Eine Stripperin ist sie jetzt. Das entspricht ihrem IQ. Sie ist damals durch Physikum gefallen. Sie sind sich wirklich sicher, dass Sie nicht Anja Bauer in der Spiegelung des Glasschranks gesehen haben? Ich habe Schwester Moni gesehen. Und jetzt wird sie von ihren Kolleginnen gedeckt. Also Frau Bauer hat mir erzählt, dass irgendein Arzt ihr Geld gegeben hätte, damit sie verschwindet. Haben Sie eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Nein, hier arbeiten viele Ärzte. Aber vielleicht hat sich ja jemand als Arzt verkleidet. Vielleicht Ihr Mann? Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber vielleicht haben Sie ja hier Feinde im Krankenhaus. Vielleicht unter der Ärzteschaft. Was ist denn mit diesem Ben Fischer? Hm? Mit dem scheinen Sie sich ja nicht gerade gut zu verstehen. Unsinn. Ben will mich doch umkriegen und nicht fertig machen. Schönen Tag. Schönen Tag. Frau Dr. Seidel ist der festen Überzeugung, dass meine Mandantin Sie betäubt, ausgezogen, in eine Torte gesteckt und dadurch zum Gespött der gesamten Klinik gemacht hat. Aber was ist eigentlich mit der Stripperin Anja Bauer? Sie kannte Dr. Seidel von früher und sie verfügt über medizinische Kenntnisse. Vermutlich weiß sie auch, wo in der Klinik die Betäubungsmittel aufbewahrt werden und wie man sie einsetzt. Nur liegt ihr Motiv für mich noch im Dunkeln. Wurde sie vielleicht von einer dritten Person bezahlt? Hatte sie Helfer? So oder so hätte sich Frau Bauer strafbar gemacht. Und genau deswegen werde ich Sie jetzt dazu mal befragen. Hallo, ich bin's wieder. Ich nehme mal an, dass Sie nicht zum Bowlen kommen. Da haben Sie absolut recht. Ich will nämlich von Ihnen wissen, warum Sie mir verschwiegen haben, dass Sie Frau Dr. Seidel doch kennen. So what? Ganz ehrlich, ich bin Ihnen auch überhaupt keine Rechenschaft schuldig. Ja? Ich habe genug Stress mit meinem Studium und mit meinen zwei Jobs. Da habe ich echt keinen Bock, dass noch irgendwer in meiner Vergangenheit rumstochert. Ach, jetzt wird's interessant. Wieso? Was würde man denn da finden? Dass ich mit Ariane auf der Uni war, dass sie voll die mega Streberzicke war und für alles ihre Ellenbogen eingesetzt hat. Und ich habe mich halt ein bisschen schwerer getan und da hat sie nur auf mich heruntergeschaut. Und deswegen haben Sie sich an ihr gerecht? Nach all den Jahren? Pff, nee, echt nicht. Also Frau Bauer, jetzt passen Sie mal auf. Ihre Tour hier kaufe ich Ihnen nicht ab. Sie sind nämlich gar nicht so unschuldig, wie Sie hier tun. Ich war ja noch nicht mal da, als Ariana betäubt worden ist. Ich habe die Kohle genommen und bin gleich in so einen Club gegangen. Zig Leute haben mich da auch gesehen. Das können Sie echt mal gerne überprüfen. Das werde ich auch gerne tun. Und sollte noch irgendwas einfallen, dann rufen Sie mich bitte an, ja? Tschüss. Tschüss. Dass Frau Bauer sauer ist auf Dr. Seidel, kann ich ja verstehen. Aber ist sie so sauer auf ihre ehemalige Kommilitonin, dass sie betäubt, ihr mit rotem Lippenstift Schlampe aufs Dekolleté schreibt und dann auch noch in eine Kiste steckt? Ich weiß es nicht. Ich werde jedenfalls ihr Alibi überprüfen. Doch sollte sich dieses bestätigen, dann sieht es für meine Mandantin schlecht aus. Denn dann rückt sie wieder in den Fokus der Polizei. Aber eins dürfte ja feststehen.
Egal, wen Dr. Seidel gesehen hat, der Täter muss einen Komplizen gehabt haben. Denn alleine hätte er die bewusstlose Frau Dr. Seidel niemals in eine Kiste stecken können. Was ist denn so wichtig? Kann man das nicht im Krankenhaus besprechen? Setz dich doch erstmal bitte. Nee, ich steh lieber. Also, was ist? Komm. Es geht um gestern Abend. Es wusste ja keiner, dass du in der Torte drin bist. Es sollte eigentlich eine Stripperin rausspringen. Ja, und? Naja, dieser Abdul, der die Stripperin engagiert hat, der hat das Ganze ja auf seinem Handy gefilmt. Das Video hat ja jetzt die Polizei, also. Naja, nicht nur. Anscheinend muss es noch irgendwo eine Kopie davon geben. Jetzt steht das Video im Internet. Wie bitte? Das gibt's ja nicht. Das darf er doch nicht. Oh, ich zeige ihn an. Ja, wie willst du denn beweisen, dass er das war? Er könnte es ja davor theoretisch an zig Leute weitergeleitet haben. Und jeder von denen könnte es gewesen sein. Ja, so ist es. Ich habe das schon überprüft. Es tut mir wirklich leid. Und jeder kann das jetzt sehen, oder? Jeder, der auf die Seite geht. Es ist unter lustige Ärzteclips zu finden. Danke. Danke für die Warnung. Ist echt okay von dir. Vielen Dank auch, Moni. Was ist denn? Hallo, Frau Dr. Seidel. Mein Name ist Robert Ritter, Monis Mann. Haben Sie einen kurzen Augenblick Zeit? Natürlich. Setzen Sie sich doch. Worum geht's denn? Zuerst einmal wollte ich Ihnen sagen, wie leid mir das Ganze tut, was Ihnen widerfahren ist. Aber meine Frau hat wirklich nichts damit zu tun. Sind Sie da sicher? Ja, natürlich hat auch meine Frau ihre Fehler und Schwächen und setzt sich manchmal über Vorschriften hinweg. Aber sie ist wirklich ein gutmütiger Mensch und will nur das Beste für ihre Patienten. Ja, ja. Die liebe, gutmütige Moni. Hat sie sie hergeschickt? Um Gottes Willen, nein. Sie weiß gar nicht, dass ich hier bin. Aber ich kann doch nicht nur daheim rumsitzen und nichts tun. Ich will und muss meine Frau unterstützen. Ihre Frau kann sich echt glücklich schätzen, so einen Mann zu haben. Das hat sie gar nicht verdient. Ich weiß, dass Sie denken, dass es meine Frau war. Aber sie kann es nicht gewesen sein. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. So. Ich wäre vielleicht bereit, meine Aussage gegenüber der Polizei zu ändern. Vorausgesetzt, dann darf ich also wieder arbeiten? Ja, Gott sei Dank. Ich konnte die Krankenhausleitung davon überzeugen, dass sie diese Freistellung gegen Sie wieder zurücknehmen. Danke, Herr Stevens. Gern geschehen. Nur, Frau Dr. Seidel ist nach wie vor der festen Überzeugung, dass Sie sie betäubt und dann in diese Torte geworfen haben. Aber ich war es nun mal nicht. Ja. Waren Sie es tatsächlich nicht? Glauben Sie mir etwa nicht mehr? Wissen Sie, Frau Dr. Seidel ist der festen Überzeugung, Sie gesehen zu haben. Und Frau Bauer, die Stripperin, die hat ein handfestes Alibi. Die kann es nicht gewesen sein. Wohingegen Sie und Ihre Kollegin sich ja doch irgendwie widersprochen haben. Ich dachte, Sie sind auf meiner Seite. Das bin ich ja auch. Aber ob Sie es jetzt waren oder nicht, ich muss die Wahrheit kennen. Also, falls Sie es waren, hatten Sie definitiv einen Komplizen. Denn Frau Bauer hat mir erzählt, dass kurz vor der Tat sie jemand weggeschickt hat. Einen Mann. Ihr Mann? Nein. Ihr Mann Ihnen geholfen? Nein, nein und nochmals nein. Mein Mann war das nicht und ich war das auch nicht. Stevens? Frau Bauer? Tatsächlich. Das ist ja interessant. Und können Sie den Ring irgendwie näher beschreiben? Okay. Ja, haben Sie vielen Dank. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Dankeschön. Das war gerade Anja Bauer. Ihr ist doch noch was aufgefallen.
Was denn? Nun, der Mann, der sie weggeschickt hat, der hat einen Ring getragen. Einen Siegelring. Kennen Sie irgendjemanden im Krankenhaus, der einen Siegelring trägt? Nein. Ein Arzt vielleicht? Ihr Mann vielleicht? Nein. Gut. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde Sie wirklich sehr attraktiv, aber ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Sie wollen doch Ihrer Frau helfen, oder? Mäuschen, bitteschön. Hast du immer noch Bauchweh? Mensch, du hast ja Fieber. Ihre Tochter sieht doch ziemlich blass aus. Ja. Komm, leg dich wieder hin und ruh dich aus. Ich gehe nur kurz zur Tür und dann bin ich wieder bei Ihnen. Ben, was machst du denn hier? Hey Moni, ich muss dir dringend was erzählen. Aber es wird dir leider ganz und gar nicht gefallen. Komm doch erstmal rein. Du und Herr Stevens, ihr kennt euch ja. Hallo. Ich wollte eigentlich gar nicht stören. Ich komme am besten später nochmal. Kein Problem. Herr Stevens kann ruhig hören, was du zu sagen hast. Was ist denn los? Dein Mann und Ariana, sie hatten Sex. Du machst wohl Witze. Leider nein. Ich habe die beiden zusammen gesehen. Im Arztzimmer. Halbnackt. Ben, jetzt spinn ich rum. Das von heute? Ja. Schatz, bin wieder da. Du, sorry, dass es so spät geworden ist. Ich bin mitten im Verkehr stecken geblieben. Im Verkehr stecken geblieben? Eine bessere Ausrede ist dir nicht eingefallen? Wie lange geht das mit dir und der Seidel schon? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Davon! Schatz, bitte. Bitte glaub mir, ich wollte dir nur helfen. Ich habe es nur für dich getan. Dr. Seidel hat versprochen, dass wenn ich mit dir Sex habe, dass sie ihre Aussage zurückzieht. Warum sollte sie das tun? Weil du Hengst es ihr so gut besorgt hast, oder was? Mensch, Robert! Fass mich nicht an. Mama, komm mal! Kümmere dich um Frieda. Ich fahre ins Krankenhaus und sag der Seidel, was ich von ihr halte. Das halte ich für keine gute Idee. Oh doch, das ist sogar eine sehr gute Idee. Aber dann komme ich besser mit, ja? Warum haben Sie das gemacht? Warum haben Sie mit meinem Mann geschlafen? Wollen Sie mich fertig machen oder was? Sie haben also erfahren, dass Ihr Mann und ich so ein bisschen Spaß hatten? Sie haben ihn erpresst. Freiwillig hätte er Sie mit der Kneifzange nicht angefasst. Wie naiv sind Sie denn eigentlich? Hat er Ihnen das erzählt? In Wirklichkeit hat er von ganz alleine mitgemacht. Sie Miststück! Das bringt doch jetzt nichts. Hm? Und Sie? Hä? Was ist denn das für eine Aktion? Glauben Sie wirklich, dass Sie Ihre Aussage davon abhängig machen können, ob der Mann meiner Mandantin mit Ihnen schläft? Erstens habe ich nie versprochen, dass ich meine Aussage ändere. Und nach Ihrem Auftritt gerade bleibt meine Aussage so. Was sind Sie bloß für ein schrecklicher Mensch? Und zweitens finde ich auch nicht schön, von Frau Ritter betäubt zu werden, in eine Torte gesteckt zu werden. Und jetzt lacht mich die ganze Welt aus, weil irgendjemand das Video ins Internet gestellt hat. Wie bitte? Dagegen ist das, was ich gemacht habe, ein Witz. Dann habe ich eben mit Ihrem Mann geschlafen und Ihr Pech, wenn er sich nicht im Griff hat. Hey. So, lass mal schön bleiben. Ins Internet gestellt. Die Geschichte mit der Torte. Ja, das kann ich Ihnen gerne zeigen. Nicht nötig, ich glaube Ihnen schon. Aber das heißt doch auch, derjenige, der dieses Video ins Internet gestellt hat, muss der Täter sein oder einer der Täter. Ja, ganz offensichtlich. Es waren ja nicht viele bei diesem Vorfall dabei. Es müsste sich ja relativ einfach herausfinden lassen, wer hinter der Geschichte steckt. Entschuldigen Sie die Störung. Du, Moni, dein Mann hat die Frieda gerade gebracht. Ihr geht's wirklich nicht gut. Oh nein, Frieda.
Was fehlt dir denn? Sie hat starke Unterbauchschmerzen und Fieber. Hat sie was gegessen? Nein, den ganzen Tag noch nichts. Ich schaue mir die Kleine mal an, vielleicht müssen wir operieren. Sie nicht. Hören Sie, der Chef steckt mit zwei Kollegen in einer schwierigen OP. Das kann sich um Stunden handeln. Ich bin die Einzige mit genug Erfahrung, die sich um ihre Tochter kümmern kann. Sie haben mit meinem Mann geschlafen. Sie haben die Entscheidung. Entweder Sie lassen Ihre Tochter von mir behandeln oder Sie warten noch stundenlang und das ist nicht zu verantworten. Sie kennen mich. Bei der Arbeit bleibt Privates außen vor. Also gut. Mama? Schätzchen, was machst du denn für Sachen? Mein Gott, du glühst ja. Ja, sie hat über 40 Grad Fieber. Mama, ich hab Bauchweh. Hallo, mein Name ist Dr. Seidel. Ich werde mir deinen Bauch kurz anschauen. Ich fasse jetzt deinen Bauch an. Meine Hände sind kalt, nicht erschrecken. So. Aua! Das tut da so weh. Seit wann hat das Kind den Schmerzen? Seit gestern. Aber sie hat öfter mal Bauchweh. Ich habe gedacht, das ist der Schulstress. Schulstress ist es sie nicht. Seit wann hat sie denn Fieber? Fieber hat sie heute im Laufe des Tages bekommen. Für mich deutet alles darauf hin, dass der Blinddarm kurz vorm Durchbruch ist. Nein. Ich werde sofort operieren. Frieda Mäuschen, du brauchst keine Angst haben. Die Frau Dr. Seidel, die hat das schon unglaublich oft gemacht und ist die beste Ärztin hier im Krankenhaus. Sie gibt dir jetzt was, damit du tief und fest schläfst. Und wenn du wieder aufwachst, dann ist dein Bauchweh weg und du bist wieder ganz gesund. Verlassen Sie bitte jetzt das Raum. Wir werden das Mädchen für den OP vorbereiten. Sie geben Bescheid. Ich möchte im OP 2 operieren und Sie legen Ihren Zugang. Keine Angst. Ich hätte merken müssen, was mit Frieda los ist. Ich bin doch Krankenschwester. Das macht dir doch keine Vorwürfe, das bringt doch jetzt nichts. In dieser saudummen Geschichte habe ich alles vergessen, was mir wichtig ist. Meine Familie, mein Kind. Hier ist noch was Warmes, wird Ihnen gut tun. Danke. Gibt's schon was Neues? Nein. Frieda ist immer noch im OP. Und? Die OP ist gut verlaufen. Ariane hatte recht. 5 Minuten später und der Blinddarm wäre durchgebrochen. Die OP war wirklich sehr schwierig. Ariane hat vermutlich Frieda das Leben gerettet. Na komm, es wird alles wieder gut. Ariane mag zwar ihre Fehler haben, aber als Ärztin ist sie wirklich top. Frieda ist bei ihnen in den besten Händen. Gott sei Dank. Ich muss leider auch wieder los. Der alte Herr Müller auf der 17 braucht ein Medikament. Bis später. Bis später. Ich habe auch noch was zu erledigen. Ich bin gleich wieder da. Herr Fischer, ich habe noch eine Frage an Sie. Ja bitte, wie kann ich helfen? Wo ist denn Ihr Ring abgeblieben? Welchen Ring meinen Sie? Naja, den Ring, den Sie sonst immer hier am Ringfinger tragen. Mir ist die weiße Hautstelle aufgefallen. Ja und? Sie können mich natürlich jetzt auch anlügen, aber es wird Ihnen nichts bringen. Denn nichts wird mich davon abhalten, all Ihre Kollegen nach Ihrem Ring zu befragen. Es war doch ein Siegelring, oder? Glauben Sie mir, irgendjemand wird sich an diesen verdammten Ring erinnern können. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das wissen Sie ganz genau. Frau Bauer, die Stripperin, hat an dem Mann, der Sie weggeschickt hat, ganz klar und eindeutig einen Siegelring erkannt. Und das waren Sie, oder? Und vermutlich waren Sie auch derjenige, der dieses Video von Frau Dr. Seidel ins Internet hochgeladen hat. Aber denken Sie sich nichts. Die Polizei wird Sie ganz einfach überführen können. Geht es Frieda wirklich gut? Ja, sie wird wieder ganz gesund. Oh, danke. Danke. Vielen Dank. Sie haben meiner Tochter das Leben gerettet. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich kann nicht länger lügen. Ich war so wütend auf Sie. Ich wollte Sie demütigen. Und jetzt haben Sie meiner Tochter das Leben gerettet. Ich war es. Ich habe Sie betäubt.
Das habe ich doch die ganze Zeit gewusst. Auch wenn mir alle einreden wollten, dass ich mich irre. Aber wie haben Sie es geschafft, mich ganz alleine in die Torte zu heben? Hatten Sie da keine Helfer? Ich gehe auch davon aus, dass meine Mandantin Helfer hatte. Ich war's. Ich habe dich in die Torte gehoben. Du? Ja. Die ganze Sache war meine Idee. Und was ist mit den beiden Kolleginnen, die Ihnen ein falsches Alibi gegeben haben? Das habe ich von dir nicht erwartet. Warum? Weil du eine Tyrannin bist. Du spielst mit den Menschen und nimmst keine Rücksicht auf ihre Gefühle. Du machst deine Mitarbeiter fertig und mich hast du auch fertig gemacht. Ich habe dich geliebt und du hast nur mit mir gespielt. Und deswegen tust du mir sowas an? Wegen verletzter Eitelkeit? Du Idiot! Du kapierst gar nichts. Ich wollte dich von einem hohen Ross holen. Ich habe gedacht, ich könnte für dich da sein, wenn du am Boden bist, aber du bist und bleibst ein Eisblock. Du wirst niemals lieben. Du weißt nicht mal, was Liebe ist. Gott sei Dank geht's der kleinen Frieda wieder besser. Was für ein Fall. Wie heißt es so schön? Wo Menschen arbeiten, da menschelt es. Aber dass Menschen gleich zu solch harten Bandagen greifen, das ist selbst mir neu. Und genau deswegen müssen sich der junge, aufstrebende Assistenzarzt, Ben Fischer, als auch meine Mandantin, Frau Ritter, gerichtlich verantworten. Das tut mir sehr leid, aber auf gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung stehen bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Obwohl, ich glaube nicht, dass ein Richter sie gleich ins Gefängnis stecken wird. Aber den Arbeitsplatz und den Job, den sind sie definitiv los. Naja, und was diese Ärztin angeht, Frau Dr. Seidel, die mag zwar eine hervorragende Medizinerin sein, doch ein wenig mehr Menschlichkeit würde ihr nicht schaden.